Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 3. Mai 2013. Mein Name ist Norbert Gieso. Heute bespreche ich die Konstellationen vom Freitag und vom Wochenende. Wir Menschen sind lernfähig, so heißt es. Wenn man das aber umdreht, heißt das auch, dass wir lernen müssen. Dass das Leben dafür da ist, dass wir lernen. Und das bedeutet, Lernen bedeutet eben, Dinge sich anzueignen, die wir nicht von alleine können. Das bedeutet auch, dass wir in bestimmten Situationen, dass wir immer wieder in bestimmte Situationen kommen, die uns unsere Lernlektion verdeutlichen sollen. So lange, bis wir es verstanden haben. Oftmals denken wir, wenn wir einen Schritt nach vorne gemacht haben in unserer eigenen Vorstellung und dann erleben, dass wir wieder zurückfallen, wir hätten überhaupt nichts verstanden, nichts gelernt. Aber genau das ist es, wieder aufzustehen, die Lektion zu erkennen und damit weiterzumachen. Denn unsere schwierigen Themen, unsere Schattenthemen sind eben für uns die größten Lernaufgaben. Gut, zu den astrologischen Konstellationen. Der Mond ist heute im Zeichen Wassermann, was sich in gewisser Weise ein wenig beißt mit der starken Stierbetonung, ähnlich wie es auch gestern schon war. Mond im Wassermann, im Luftzeichen, eine Stellung, die für Kommunikation steht, für geistigen Ausdruck, für die Beschäftigung mit geistigen Themen und eben auch ganz stark das Bedürfnis in uns wachruft, frei sein zu wollen. Während die Stierplaneten eher sagen, dass wir uns in einem vorgegebenen Rahmen entfalten sollten, dass Bindung, Genießen und Sinnlichkeit das Leben ausmachen. Am Wochenende, beziehungsweise heute Abend um gegen 8:30 wechselt dann der Mond ins Zeichen Fische. Hier wird die ganze Geschichte sehr viel emotionaler und steht also in dem Sinne ein eher emotionales Wochenende bevor. Was im besten Fall mit Mond in den Fischen sich mit innerer Einkehr und Spiritualität beschäftigen sollte. Ohnehin jetzt am Wochenende die Energie eher introvertiert. Die Stierplaneten und der Mond in den Fischen in der abnehmenden Phase spricht eher dafür, dass wir mehr nach innen gehen sollten, als so stark nach außen. Erst am Montag, in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3 Uhr geht dann der Mond in den Widder. Das heißt, die nächste Woche beginnt dann mit etwas mehr Energie. Da werde ich aber dann am Montag drüber sprechen. Am Wochenende noch wichtig auch, dass am Sonntagmittag, und da läuft es natürlich jetzt schon darauf hinaus, der Merkur als letzter der vier Stierplaneten dem Saturn gegenübersteht. Wir müssen also aufpassen, dass wir nicht zu restriktiv und negativ denken, weil wir ja in einer Welt leben, die sehr stark vom Intellekt beherrscht ist und das, was wir eben denken, auch sehr schnell zu unserem Lebensinhalt wird, obwohl es auch vielleicht ganz andere Dinge gibt, die eine andere Sprache sprechen. Andererseits können wir also aber auch am Wochenende unser Denken disziplinieren. Sprich, wir können halt geistig an Dingen arbeiten, die eine gewisse Konzentration benötigen. Gut, dann wünsche ich allen, die diese Videos verfolgen, einen interessanten, schönen Freitag und ein schönes Wochenende. Und wir hören und sehen uns dann, wenn Sie wollen, gerne am Montagmorgen wieder. Bis dahin alles Liebe und Tschüss.